Offenbar gibt es da so etwas wie eine achte Bundesrätin, die im Hintergrund Fäden zieht. Ja, das ist ja noch ganz praktisch, wenn man in diesem turbulenten Politikhack jemanden zur Seite hat, der ihn versucht, vor Schäden zu bewahren. Wie der nächste hier, Beitrag. Eine Frage. Ist das doch hier etwas Politisches? Also so mit Politik raus? Hey, der Turnherr versteht doch nichts von Politik. Ich bin nicht der Turnherr. Sind Sie der Epimer? Ja, gut, von mir aus. Wenn ich hier vielleicht kurz etwas dürfte sagen, also im Großen und Ganzen, also wenn man es so ein bisschen betrachtet, dann bin ich dagegen. Also gut, manchmal bin ich auch dafür, im Großen und Ganzen. Also gut, manchmal kommt es natürlich auch darauf an. Ne? Wie gesagt, Silvia greift ein, hier den nächsten Beitrag. Ja, genau. Sternenkeim. Jesus Christoph, hast du eine Schlägerei gehabt? Nein, nur eine Sitzung im Bundesrat. Wenn es dich wieder überstimmt. Sammy, der darf in die Arena wegen dem Schengen Dublin. Und ich muss jetzt Abend gehen wegen dem Partnerschaftsgesetz zu den Homosexuellen. Sie sollen doch den Moritz schicken. Der passt dort an. Nein, Silvi, das ist ein Mehrheitsbeschluss. Eine Demokratie. Papperla, du gehst mir nicht zu diesen Säumitteln. Was soll ich denn machen? Du bist jetzt einfach krank. Nein, ich bin völlig gesund. Nein, Christoph, du hast jetzt einfach höchstes Fieber. Was machst du jetzt da, Heibs? Ein wunderschön. Salut zusammen. Ah, oh, grüezi, Madame Galmi-Dings. Oh, der ist heiß von der Lampe. Er hat Fieber. Lampenfieber. Mon Dieu, 51,5 Grad. Du bist krank schwer. Ja, krank schwer. Ich kann heute Abend nicht zu den Homosexuellen. Mach dich keine Sorgen. Wir schon finden Ersatz. Grüß dich miteinander. Sali Sami, Christoph ist total krankschwer. Sehr. 51,5 Grad. Ah, im Schatten. Im Kopf. Fieber. Ich glaube, ich habe mal eine Tablette. Nein. Wir müssen arbeiten mit der Methode Alternativ. Also, Krankenkasse zahlt im Fall nichts mehr Sättiges. Mach das Zunge. Ich glaube, das hier tät ihm gut. Ich habe noch bessere Idee. Nein, mir geht schon wieder viel. Maul auf! Sammy, ist jetzt das nicht gerade ein Zäpfchen? Oh, aber sie gehen eben so ringen nach. Silvia, also jetzt ist... Psst. Etwas noch viel mehr alternativ. Akupunktur. Ein Nödeli für das Papi, ein Nödeli für das Mami, ein Nödeli für das Ueli, ein Nödeli für das Mörgeli. So, also nein, es ist... Jesus! Ein Kollaps! Verehrte Trauergemeinde, ein großer Kämpfer und Staatsmann ist so still, wie er selten war, von uns gegangen. Blödsinn! Jetzt ist fertig lustig mit dem Theater. Lieber gehe ich heute Abend zu den Schwulen, als nochmal so eine Behandlung für euch. Schatz, dann komme ich aber gescheiden mit. Ich habe gewusst, er wird wieder gesund mit Akupunktur. Ich glaube nicht, das war mein Zäpfchen. Aber was können wir machen gegen die Silvia? Das ist eine gute Frage. Wie wird man so eine Schattenbundesrätin wieder los?